Erste Waldbrandübung im Vogelsbergkreis. Mit über 820 Einsatzkräften fand die erste und größte Waldbrandübung im Vogelsbergkreis statt. In 23 angenommenen Szenarien mussten sich die Rettungskräfte unter Beweis stellen, auf einer Fläche von ca. 38 Quadratkilometer im Bereich Lauderbach, Schwalmtal, Alsfeld und Grebenau. Ein Stab von 150 Personen hatte in ca. 5 Monaten diese Großübung vorbereitet. Ein Szenario von den 23 war ein Waldbrand mit echtem Feuer. Zwischen Eulersdorf und Eifer ist ein Reisighaufen in Brand geraten. Nach der Alarmierung rückten gleich mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr an, um den Brand zu löschen. Und das mitten im Wald. Das ist aber nicht das eigentliche Ziel, sondern die Einsatzkoordination. Das Feuer im Wald war schnell unter Kontrolle gebracht und eigentlich wäre damit unser Kurzbericht auch schon zu Ende. Eigentlich. Denn dann kam etwas, was eher ungewöhnlich ist, um einen Waldbrand zu bekämpfen. Ein Wasserwerfer kam in den Wald. Einer von zwei Wasserwerfern der Polizei aus Mülheim. Jener Wasserwerfer, der sonst auf Demonstrationen anzutreffen ist, brachte im Tank 10.000 Liter Wasser mit. Eine passende Gelegenheit, um zu zeigen, zu was ein Wasserwerfer auch noch imstande ist. Nach ein paar gezielten Wasserstößen rückte das Fahrzeug dem Brandherd auf die Pelle und gab dem Feuer den Rest. So ging auch dieses Szenario erfolgreich zu Ende.